Er zählt zu den größten Shootingstars der deutschen Leichtathletik. Dreispringer Max Hess wurde 2016 Deutscher Meister, Deutscher Hallenmeister, Hallenvize-Weltmeister und Europameister. Ja, das Besondere an meiner Sportart ist eigentlich die Einzigartigkeit. Man springt eigentlich wie im Weitsprung einmal ab, aber springt dann halt noch dreimal weiter. Und ja, ich denke, das macht diese Disziplin so besonders, weil man halt dreimal das Gefühl von Schwerelosigkeit hat. Als ehemaliger Schüler kommen viele Erinnerungen hoch. Max Hess weiß, was er der Eliteschule des Sports in Chemnitz zu verdanken hat. Ein großer Vorteil war natürlich die kurzen Wege zwischen Schule, Training und die ganzen Physiotherapiestätten hier im Sportforum. Das war natürlich alles ausschlaggebend für die guten Erfolge, die ich im Jahr 2016 verbuchen konnte. 2016 wurde nicht nur sportlich, sondern auch schulisch geglänzt. Neben den vielen Wettkämpfen konnte der Chemnitzer das Abitur erfolgreich bestehen. Max ist zielgerichtet und weiß, was er will. Und das setzt er jetzt fort, indem er direkt mit Studium begonnen hat und trotzdem den Leistungssport weiter betreibt. Max Hess mit drei Sprüngen Richtung Gold. Mein größter sportlicher Traum ist, einmal Olympiasieger zu werden. Ich denke, das erträumt sich jeder Sportler irgendwann mal.